Ja, Paulo hat es endlich durch. In diesem Album sind die guten Wünsche der Vorstandsmitglieder festgehalten. Ich möchte es dir zur Erinnerung überreichen. Du hast dich seit unserem Bestehen, seit dem Bestehen des Deutsch-Ungarischen Forums, aus tiefer Freundschaft für die guten Beziehungen zwischen Bayern und Ungarn eingesetzt. Du bist geradezu das Bild des Bayerisch-Ungarischen Forums, das Gesicht des Bayerisch-Ungarischen Forums. Dafür danken wir dir und möchten dir auch ein ganz kleines Ständchen singen zu deinem Geburtstag. Was? Und da singen vielleicht alle mit, weil das alle können. Was? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Elisabeth! Happy Birthday to you! Und dann. Und dann versuchen wir das jetzt auch, ob wir das auf Ungarisch zustande bekommen. Den ich im Namen aller ungarischen Freunde, der lieben Elisabeth, auch sagen möchte. Isten ehrtesen sokáig, kedves Elisabeth. Möge dich Gott lange leben lassen, liebe Elisabeth. Vergelt's Gott. Ich bin ein bisschen gerührt, wie Sie merken, weil ich an und für sich nicht so sehr gewohnt bin, da selber irgendwie Wünsche zu bekommen oder irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Ich tue das gerne, wenn ich reden kann oder wenn ich sowas tue, aber nicht, wenn ich beglückwünscht werde. Also nochmal herzlichen Dank, vergelt's Gott, allen, die mit dran gewirkt haben. Und weil wir, der Herr Dr. Beer und Frau Professor Kellermann stehen neben mir, weil wir ja auch für Sie ein Geschenk haben. Nicht nur mein herzlicher Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind, dass Sie halten Sie uns bitte weiterhin auch die Treue, während Sie sie bereits noch nicht der Fall ist, Mitglied des Bayerisch-Ungarischen Forums. Und ich habe eingangs erwähnt, dass Königliche Hoheit Herzog Franz von Bayern und das Bayerisch-Ungarische Forum, wir beide waren es, ein mehr oder minder ein Komplott geschmiedet haben. Aus Dankbarkeit dem Herzog Franz gegenüber, der uns immer, wie ich schon gesagt habe, zur Seite stand. Der königliche Hoheit des Haus Wittelsbach hat einen Film, ich habe es schon angedeutet, über seinen Vater, Herzog Albrecht von Bayern, drehen lassen. Und zwar von unseren Mitgliedern, Namen Kabei und habe ich auch Katharin Fern, ich habe es schon gesagt. Und dieser Film, dann war es unsere Anregung gewesen von Herzog Franz und von mir, dass man den doch bitte in Ungarisch synchronisieren sollte. Und es ist heute, wie ich es auch vorhin schon angedeutet habe, ist unser Beitrag für die 25 Jahre Grenzöffnung an Ungarn, dass diese großen geschichtlichen Persönlichkeiten, wie es Herzog Albrecht von Bayern in dem Fall war, Familie war ja mit in Budapest, haben da sehr, sehr traurige Zeiten auch erlebt, möchte daran aber nicht erinnern. Aber dieser Film ist so wichtig, weil es ein Stück Zeitgeschichte ist. Und das sollte man sich auch jetzt nach 25 Jahren, dem wir Ungarn Dank schulden, sollte man sich wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich glaube, es wäre für viele Schülerinnen und Schüler
oder auch für sonstige Bildungseinrichtungen ein gutes, brauchbares Mittel, um das anschaulich nochmal die Zeit im dritten Reich zu erleben, so wie es in Ungarn war. Und ich darf nun allen, deswegen musste ich vorhin mit Herrn Dr. Beers Assistenz, mussten wir die Kisten aufmachen. Dieser Film ist auch im bayerischen Fernsehen gezeigt worden. Und sie ist beides eine DVD, also es sind Ungarisch und Deutsch. Und ich möchte das jetzt, wenn einer Interesse hat, natürlich dem Bayerisch-Ungar, unserer Freundesgesellschaft mitgeben, sowieso für euch, für euren Verein, dass ihr es auch mal zeigen könnt. Ihr kriegt alle eins, also wir haben genügend, wir haben noch genügend auf Lager, Herzog Franz, gell? Wir haben noch einige Kisten bei Ihnen stehen und die zeigen Sie es rum, zeigen Sie, was in dieser Zeit gewesen ist und zeigen Sie auch die enge Verbindung des Kolonialraums zwischen den Mittelsbachern und Bayern. Und Herzog Franz, ich habe es vorhin gemerkt, wie er mitgesungen hat, er kann noch ein bisschen Ungarisch, ich glaube sogar ein bisschen gut, er kann noch parlieren in Ungarisch. Das muss man auch wissen, weil er ein Schüler in Ungarn gewesen ist. Ne? Und auch der Bruder, ich glaube, die Schwestern auch alle sprechen noch ein bisschen Ungarisch. Ich bin direkt neidisch, weil ich ja nur ein paar Worte habe. Und ich habe immer vorgenommen, es zu lernen, vielleicht schaue ich es doch nochmal jetzt in älteren Jahren. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und jeder bekommt es. Ich wollte das stellvertretend hier, Ischwald und auch Michael geben, aber ihr seid so schnell von der Bühne gegangen. Ich überreiche es euch dann persönlich. Herzog Franz ist persönlich zu übergeben, diese Eulen nach Athen tragen, weil er in seinem Büro einige Kisten noch stehen hat. Die müssen wir noch verteilen. So ist es doch. Okay? Aber Herr Botschafter, ich darf es Ihnen gleich geben. Und der Herr Dr. Beer und Frau Kellemann werden es an die anderen, die es haben möchten, auch Ihnen, Herr Vizepräsident des Bayerischen Landtags, gerne überreichen. Es ist wirklich ein Beitrag zur Geschichte. Sie kriegen das erste Mal mit herzlichen Dank. Dankeschön. Sie Kämpfer für Europa. Dankeschön. Darf ich Sie auch küssen? Ja, das dürfen wir. Ja, was Sie alles für uns getan haben. Wenn ich Sie anrufe und ich sage immer, Frau Schosser, was brauchen Sie denn jetzt schon wieder so ungefähr? Und dann, aber ich kriege immer Hilfe, immer für, wenn es heißt, in Ungarn, immer sind Sie da. Immer gerne. Ja, ja, herzlich. Und die anderen holen wir noch, die anderen DVDs. Ja. Das geben wir jetzt zum Herrn Vizepräsidenten. Brauchen wir noch. Ja, André, komm halt! Kommt halt drauf! Frau Filz, kommen Sie doch bitte, kommen Sie! Ja, gut. Wir sind sehr schön alle. Also. Wie schön.